Hallo und willkommen zu noch mehr Schneegestöber bei Rise of the Tomb Raider, wo wir in der letzten Episode endlich mal einen Dietrich erhalten haben. Wobei, wenn wir schon gerade von Dietrich reden, dann möchte ich auch gleich nochmal wissen, wo ist denn der Kollege, der mir den gegeben hat? Ist das weg? Ist das echt abgehauen? Ich wollte eigentlich noch gerne wissen, ob der noch irgendeine zweite Aufgabe für mich hat, aber anscheinend mal nicht, ne? Denn er ist unauffindbar. Na gut, dann weiter. So, was haben wir jetzt überhaupt noch zum Erledigen? Werfen wir doch einfach mal einen Blick auf die Karte. Natürlich ging ja noch immer die Hauptquest weitermachen, ist natürlich logisch. Es ging ja aber natürlich auch noch herauszufinden, wo zur Hölle man zu den beiden Herausforderungsgräbern kommt. Denn ich weiß zumindest, bei dem hier ist der Zugang irgendwo tief unter der Erde. Aber ich habe keinen Plan, wie ich da hinkomme. Ich höre schon wieder Wölfe, oder? Zumindest habe ich irgendwas kurz aufheulen gehört. Aber gut, auch da ist noch was zum Absnacken. Das nehme ich natürlich mal mit. So, dann könnten wir jetzt aber theoretisch mal, gut, ich versuche jetzt einfach mal diesen Weg hier entlang zu gehen. Vielleicht komme ich hier irgendwie zu diesem Grab hier. Und ansonsten, wenn es nicht gehen sollte, ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal Hauptquest weiter. Muss ja immerhin auch mal erledigt werden. Und ich wette, man kann hier sowieso jederzeit wieder zurückkommen. Zumindest hoffe ich das mal. Hm, da könnte man auch hoch. Nee, da ist eine Seilrutsche. Damit, ja, wo komme ich denn da hin? Da unten irgendwo. Da könnte ich hochklettern. Ach, aber nee, da drüben komme ich dann nicht mehr weiter. Da brauche ich erst den Seilpfeil, ansonsten komme ich da nirgendwo hin. Och, und das sieht ja mal einladend aus. Da hängen schon die Leichen. Ja, wunderbar. Die hängen da aber auch schon. Die hängen da auch schon ein bisschen länger, so wie es aussieht. Wir können das natürlich auch noch diesen Weg hier gehen, aber ich glaube, hier komme ich einfach nur wieder zurück. Oder hier hätte ich auch gehen können, ohne dass ich über alles klettern muss. Oder wäre das gegangen? Wo komme ich hier zum Beispiel hin? Okay, ja, jetzt bin ich hier. Okay, ja. Wäre hier definitiv einfacher gewesen. Na, was soll's. Oh, da kann man auch noch hoch. Oh, so viel. Hm, bringt aber nichts. Weil komme ich auf diesen Wachturm irgendwie hoch? Könnte hier zumindest mal auf den Baum. Und hopp. Ja, das geht. Na, und wenn da jetzt nicht das Mega-Item versteckt ist. Naja, zumindest ein bisschen was. Ein paar Pfeile. Ein paar Materialien. Ja, das hat sich doch schon gelohnt. Da hinten hat sich doch auch noch was versteckt. Ich möchte aber... Oh, schön vorsichtig, nicht runterfallen. Sonst muss ich natürlich nur wieder irgendwie nach unten kommen. Das war falsch. So, einfach mal nach unten klettern. Ich glaube, wenn ich mich hier fallen lasse, das sollte ich ja wohl überleben, oder? Ja, geht doch. Oh, da ist auch noch eine Höhle, aber da kann ich nicht rein. Da fehlt mir, wie auch vorhin schon, der Seilpfeil. Ups, da ist auch noch was. Oh, so viel zu finden. Ich verpleppere wieder so viel Zeit damit. Aber es ist nun mal wichtig. Neues Basislager. Wo? Ach, da. Okay, heißt es auch, ich kann mich hier hin teleportieren. Und habe ich eigentlich... nee, nichts zu machen. Keine Fähigkeitenpunkte, nichts zum Aufbessern. Gut, wobei ich auch sagen muss, davon habe ich jetzt auch ein bisschen was offscreen gemacht. Also ich hatte, glaube ich, irgendwie 2 Fertigkeitenpunkte und ein paar Sachen zum Upgraden. Aber mehr auch schon wieder nicht. Und natürlich... War ja klar. Kann ich das hier zumindest schon mal entziffern?
Mein Russisch ist nicht gut genug, um das hier zu verstehen. Aber auch nicht. Eine Art Karte zu zeigen. Und hier ist überall Stacheldraht. Also, na gut. Der Weg hier bringt mir also momentan noch überhaupt nichts. So, ein paar Karnickel, die lassen wir mal leben. Ich muss ja hier nicht unbedingt die komplette Fauna ausrotten. So, sind hier jetzt wieder Wölfe oder... Das sieht nicht so aus. So, ich muss jetzt wo entlang? Da hoch. Aber trotzdem möchte ich noch immer gerne wissen, wie ich zu den einen Grab runterkomme. Hä? Wo? Moment mal, das hier könnte ich doch sicherlich irgendwie fallen lassen und dann könnte ich da runter, oder? Hohohoho. Ja, vielleicht komme ich hier ja zum Herausforderungsgrab. Wer weiß, wer weiß. Sieht zumindest mal gut aus. Es ist nur eine Höhle. Ja, na gut, was heißt ja nur eine Höhle? Ist ja mal nicht was Schlechtes, möchte ich mal sagen. Was leuchtet denn da unten? Hier noch runter, da noch runter. Okay, hier war schon mal irgendwas. Und finden Sie den naheliegenden Eingang. Aha. Die haben ihre Zelte sehr eilig abgebrochen. Haben die Sowjets da unten was gefunden? Okay, kann mal hier rein. Ich hatte aber da hinten auch noch dieses eine Symbol. Wobei, und hier sehe ich auch noch ein paar Mineralien. So, was ist das hier jetzt eigentlich? Der Prophet wurde verfolgt und seine Anhänger ebenso. Ja, finden Sie den nahegelegenen Eingang. Das versuche ich ja, aber... Vielleicht sollte ich mir den mal auf der Karte markieren. Der ist ja eigentlich ziemlich in der Nähe. So. Okay, das ist der Eingang. Alles klar. War dann wohl ein bisschen unnötig. Aber na gut. Oh, da ist das Fenster. Unbekanntes Gebiet. Da unten ist Wasser. Klingt nach ganz schön viel. Okay, hier kann ich mal entlang klettern und ich glaube, fallen wäre hier nicht so gut. Mit dem in Gold geprägten Abbild einer Stadt. Und da ist der Prophet. Dürfte eine offizielle Münze von Kitesh sein. Also das ist der Prophet. Na gut, jetzt haben wir zumindest mal eine ungefähre Ahnung, wie der Typ überhaupt aussieht. So, na dann Sprung! Ich glaube irgendwie, ich muss darüber. Hier kann ich mich aber einfach fallen lassen. Ja. So, wirst du eigentlich noch irgendwo runtergehen? Ich habe nicht so das Gefühl, aber ich will ja auch nichts irgendwie übersehen. Oh, 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 rutschig. Die goldene Ikone des Propheten. Die Schmiede der Stadt hatten ihren ganz eigenen Stil, aber die byzantinische Handwerkskunst ist noch erkennbar. Natürlich, byzantinisch. Was denn sonst? Kennen wir doch schon, das hatten wir doch schon mal.
Ganz am Anfang irgendwann. Oh Mann, da geht's auch noch weiter. Ach du. Heiliger Bimbam. Okay, aber das hier sieht mir irgendwie schwer nach einem Rätsel aus. Ich möchte aber trotzdem gerne wissen, wo der Weg hier hingeht. Oder geht's hier einfach nur wieder an die Oberfläche? Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, aber ich glaube, ja, da komme ich wieder nach oben. Okay. Na gut, dann gucken wir mal, was hier abgeht. Hier ist zumindest mal irgendwas im Wasser. Sieht irgendwie aus wie eine Art Turbine oder soll das irgendwie sowas in die Richtung sein? Mechanismus sein. Ja, ein Teil. Wo sind die anderen Teile? Das ist aber das Einzige, was ich sehe. Also, naja, wir springen einfach mal. Los geht's. Will ich mich hier fallen lassen? Oh Mann, soll ich jetzt da durchfinden? Oh, ja, wunderbar. Und hui! So, und nun? Wohin? Dahin. Also vielleicht ein bisschen schneller machen. Der Scheiß hier schließt sich auch wieder. Kommt die wieder nach unten gefahren oder? Ne, jetzt muss ich mir nur das Wasser runtergepumpt. Okay, na gut. So, was mache ich denn hiermit jetzt? Das hier sieht doch irgendwie verdächtig aus, dieser kleine rote Kanister da oben. Ein Ölfass. Was macht man mit Ölfässern? Man schießt natürlich darauf. Was denn sonst? Oh, hätte sogar noch einen Pfeiler übrig. Also wenn ich da jetzt... Genauso. Nur irgendwie auch komisch, dass das Ölfass explodiert, wenn ich mit dem Pfeil darauf schieße. Ich meine, mit einer Kugel könnte ich noch irgendwie verstehen. Die ist heiß, wenn sie rauskommt. Aber ein Pfeil? Ich weiß ja nicht. Oh, hier hätte ich sogar ein neues Lager. Und noch immer keine neuen Fähigkeitenpunkte. Na, so ein Mist aber auch. Das Wasser erodiert alles. Mit dem Tempo ist in ein paar Jahrzehnten nicht mehr viel da. Okay, ich muss wieder darauf. Na gut, ich hoffe einfach mal, dass ich keine paar Jahrzehnte brauche, um dieses Rätsel hier zu lösen. Uralt. Aber wir sind endlich mal im Grab angekommen. So, da muss ich hin. Gut, das dürfte jetzt kein Problem sein, wenn ich einfach hier lang gehe. Wenn ich hier hochkomme, ja, geht. So, da unten ist, glaube ich, nichts, oder? Das ist nur, damit man wieder hochkommt. Wenn man zufällig irgendwann mal fallen sollte. Oh, 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 shit, ey. Ja, das war ja scheiße, ne? Okay, dann muss ein anderer Weg her. Da hinten zumindest mal lang schwimmen. Da oben ist eine Wand, die ich kaputt machen kann. Ach, ich schwimme jetzt einfach mal eine Runde umher. Guck mir die ganze Gegend hier mal an. Da kann ich ja nicht durch. Also ich meinte jetzt rechts. Aber hier geht's ja weiter. Aha. Das kann ich doch sicherlich irgendwie kaputt machen. Und dann kommt da Wasser. Damit würde auch der Spiegel ein bisschen steigen. Frage ist nur, ach, das kann ich mitnehmen. Sehr schön. Das geht also. Gut. Dann brauche ich das hier ja nur hier zu platzieren. Ich will das hier platzieren. Oder kann ich jetzt auch einfach dagegen werfen und dann explodiert es auch. Ja, machen wir einfach mal so. Whoop. Ja, geht auch.
So, jetzt sollten wir ja theoretisch ein bisschen mehr Wasser bekommen. Ich hoffe nur mal nicht zu viel. Und hier kann ich nicht durch. Warte mal, kann ich jetzt aber hier durch? Hier sollte gehen, ja. Sehr schön. Nun bin ich jetzt wieder komplett die Orientierung verloren. Ach, nee, war ich schon. Ach ja, hier sind wir. Gut. So, da hängt noch ein Mechanismus, da hinten hängt ein Floß. Wasserränder an der Wand. Der Pegel verändert sich. Ja, so viel habe ich auch schon mitbekommen. Will mir jetzt aber gerne mal... Moment mal, das ging ja aber nicht, oder? Dass man das irgendwie schiebt im Wasser. Nee. Verdammt nochmal, ich wollte es eigentlich hier rüberschieben. Ungefähr hier. Dann ein neues Ölfass finden, das darauf werfen und dann den Scheiß zum Explodieren bringen. Aber ich glaube, irgendwie läuft der Plan anders. Ich glaube, irgendwie muss ich dafür das hier öffnen. So, hier sind wieder Pfeile, auch drei Ölfässer, okay. Aha, da oben komme ich an den Mechanismus ran. Okay, und was macht das? Ah, okay, damit treibt es das hier rüber. Oh, das ging jetzt aber mal viel zu weit. Warte mal, ich lasse jetzt mal wieder los. Da sollte sich dann wieder schließen. Der Meeresspiegel geht hoffentlich wieder nach unten. Wobei, Meeresspiegel, ja, auch eine gute Beschreibung. Sagen wir einfach, der Pegel klingt besser. Okay, und das hier schwimmt jetzt wieder zurück. Okay. Dann nehme ich mir hier mal ein so ein Fass. Versuche einfach mal, dass ich das da oben platziere. Oh, ja, sehr schön. Bleibt sogar liegen. Gut. Dann nochmal hier hoch. Nehme ich aber, glaube ich, dann besser den Revolver dafür. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher, damit zu treffen. So, das geht jetzt wieder rüber. So, und jetzt muss ich das nur, wenn es wieder zurückgetrieben wird, treffen. Sehr schön. So geht das doch. Jetzt müsste ich durchschwimmen können. Ja, aber lieber mal ein bisschen nach oben, sonst werden meine Füße nass. Ach nee, er steigt gar nicht mehr. Okay. Ich dachte, da würde jetzt noch mehr Wasser durchkommen. Kann ich eigentlich hoch? Kann ich. Hier ist sogar was. Schön, schön, schön. Okay, aber Lara sagte ja schon, ich soll jetzt da durchschwimmen. Na stimmt, die Wand da oben gab es ja auch noch. Nur wie komme ich denn da hoch? Okay, was ist denn das wieder für ein Teil, ey? Komm schon, den Sprung schaffen wir. Ah, okay, da ist die Wand. Okay. Die können wir ja mal einschlagen. Glaube nämlich, dass wir diesen Weg noch benötigen werden. Das habe ich so im Urin. Okay, da hinten könnte ich wieder was aufsprengen. Da gibt es hier irgendwo ein Ölfass. Das müsste mehr als genug Öl sein, um die Gänge da unten zu beleuchten. Aber Vorsicht beim Transport. Wir haben den Raffinationsprozess noch nicht perfektioniert und es ist noch explosiv. Du kennst den Mann, der den Bau überwacht.
wie wir alle. Ohne seine Kenntnis der Erde hätte keiner von uns die schwierige Reise überlebt. Halte dich nicht auf. Und wenn er nach Frau und Kind fragt, stell dich dumm. Er will nicht akzeptieren, dass sie bei unserem Exodus gestorben sind und rechnet täglich mit ihrer Ankunft. Wir brauchen seinen Verstand. Und wenn er die Wahrheit einsieht, verlieren wir ihn. Anweisungen, den Arbeitern unten Öl zu liefern und den Vorarbeiter nicht zu verärgern. Ja, klingt ja nach einem wunderbaren Vorarbeiter. Ich kann jetzt Griechisch der Stufe 3 übersetzen. Ja, sehr schön. Ich frage mich noch immer, wo bekomme ich hier ein Ölfass her? Hier wird sich ja auch keins verstecken, oder? Nee, aber dafür eine Kiste. Trotzdem nirgendwo ein fucking Ölfass. Ich brauche ein Ölfass. Muss ich mir von draußen eins mitnehmen? Geht das? Jetzt muss ich aber wieder den ganzen Weg zurückgehen. Das finde ich jetzt auch nicht so geil. Und ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob Lara damit überhaupt schwimmen kann. Ach, aber die respawnen wieder. Sehr schön. Ja, zumindest mal etwas. Oder könnte ich das hier nicht einfach da oben reinwerfen? Das dann einfach aufsammeln. Wupp. Das war mal ein bisschen zu kurz, hä? Ja, dann probieren wir einfach mal, ob ich damit schwimmen kann. Nee, dann lässt sie's fallen. Ja, scheiße, ne? Ja, Moment mal. Momentchen mal. Wenn ich mir hier jetzt nochmal eines auf dieser Plattform platziere. Joink. So, dann lassen wir das Wasser nochmal steigen. Suche ich einfach mal, dass ich darüber schwimme. So, gib das her. Und ich hoffe nur, ich kann damit jetzt hochklettern. Nein, kann ich nicht. Da hätte ich, glaube ich, vorher werfen müssen. Na, scheiße. Aber gut, ist ein Plan. Der könnte funktionieren. Der könnte tatsächlich mal funktionieren. Wow, das werden auch immer mehr hier. So, das Ganze nochmal. Schneller, schneller. Und hoch. Und nehmen. Und da reinwerfen. Und komme ich jetzt noch hoch auch? Ja, sehr schön. Ja, so geht's doch. Ich muss es nur vernünftig da drüben platzieren. Ja, liegt gut. Liegt gut. Nice, nice, nice. So, dann sollte ich es ja jetzt eigentlich schaffen, da hochzukommen, oder? Ja, wie weit will denn das Wasser noch steigen? Weit genug, das sollte ja mal locker reichen. Muss ich halt nur mal wieder zurückfinden. So, hier, hier, ah, ja, da sind wir richtig.
Sehr schön, sehr schön. Und was bekommen wir hier jetzt? Ein Buch. Wunderbar. Es ist ein altes Manuskript über die Gaben der Erde. Neue Fähigkeiten, natürliche Instinkte. Ressourcen in der Nähe erscheinen automatisch auf der Karte und leuchten, wenn sie in der Nähe sind. Ja, das ist ja eigentlich ganz praktisch. Dann muss ich nicht jetzt mal hier den Ping hier machen. So, das nehmen wir noch mit. Und mehr gibt es ja auch schon nicht mehr. Wobei, da drüben gibt es noch was. Und auch noch eine Schriftrolle. Mein Schatz, ich hätte längst schreiben sollen, aber ich hatte so viel Arbeit. Wenn du kommst, wirst du ein Heim haben, mit allem Komfort, den wir aufgeben mussten. Eine große Aufgabe liegt vor uns, den Bau einer Frischwasserleitung zu unserem Volk zu planen und beaufsichtigen. Aber all meine Mühe wird sich gelohnt haben, wenn ich dich und die Kinder wiedersehe. Wir werden hier eine neue Welt erschaffen, die alles bietet, was du aufgegeben hast, um mir zu folgen. Es wird nicht umsonst gewesen sein, solange du und ich zusammen sind. Ein Brief des Vorarbeiters an seine Frau. Aha, okay. Der wurde auch schon in der vorherigen Schriftrolle erwähnt, aber ja, wir wissen ja, die werden nicht mehr kommen. So, noch Münzen, noch eine Karte. Und ein neues Wandgemälde enthüllt. Wo soll denn das hier sein? Keine Ahnung. Aber wir finden es heraus. Aber erst in der nächsten Episode zu Rise of the Tomb Raider. Und bis dahin, tschüss, auf Wiedersehen. Hauptmann sieht sich.